من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تفيس أنزغا أختين تحالقا لأكليون كن العقيدة الواسطية. Bevor das ich diese Halaqa anfange, wir werden schnell das Buch beenden. Die wichtigsten Themen haben wir schon behandelt, damit ihr Al-Aqidah al-Tahawiyya anfängt. Also Al-Aqidah al-Tahawiyya wird nicht live. Er bekommt immer die Aufnahme von dem Durus. Ihr hört die Durus und dann notiert die Nutzen. Dann wird inshallah einmal pro 3 Wochen eine Live-Halaqa mit euch, damit ihr eure Fragen stellen könnt. Und die Leute im Aqidat al-Tahawiyya sind auch am Ende. Ich mache mit ihnen Aqidat al-Tahawiyya bis Ende und ihr macht Wasitiyat bis Ende, dann fängt er Tahawiyya. Wenn ihr fertig seid, dann sammle ich euch alle, also von jetzt 5. Semester und ihr auch, wenn ihr Tahawiyya fertig, dann machen wir eine andere Stufe, Al-Aqidah al-Tadmuriyya von Sheikh al-Islam. Es ist nicht übersetzt, aber ich versuche, dieses Buch zu erklären. Und daher die Themen jetzt, was wir haben, über die Auferstehung, die werden nochmal wiederholt in Aqida, Tahawiyya und ausführlich, auch über Sahaba und die anderen Themen. Deshalb ihr braucht Geduld, damit ihr Aqida Tahawiyya allein, das ist nicht einfach, weil manche mögen, die mögen Live-Halaqat, also besser als die Aufnahmen. Gibt es auch manche, die mögen die Aufnahmen besser als Live-Halaqat, weil sie nicht viel Zeit haben. Aber das Lernen bei der Aufnahme ist schwieriger als Live-Halaqat. Live-Halaqat kann man fragen, sofort fragen. Und man hört das auch die Halaqa live. Daher ist es einfach. Aber ich kann nicht nochmal Aqidat al-Tahawiyya nochmal erklären, weil es werden viele Durus. Deshalb ich sammle euch alle in ein Dars von Aqidat al-Tadmuriyya. Das ist die letzte Stufe von Al-Aqida. Inshallah. Aber ihr sollt Al-Aqida Al-Tahawi richtig studieren, weil es ist sehr ausführlich. Wir machen eine Prüfung von Al-Wasitiyya und dann wird eine Prüfung von Al-Tahawi gemacht. Und dann schauen wir, fangen wir die anderen Halaqat von Al-Aqida al-Tadmuri. Es gibt leider viele, manche, die kommen nicht und die sagen überhaupt nicht, dass sie nicht kommen. Das ist auch nicht gut, sowas. Manche kommen überhaupt nicht. Man kommen mal ja, mal nein, aber die sagen überhaupt nicht, dass sie nicht kommen.
Das ist auch nicht gut. Es gab eine Frage, der Unterschied zwischen dem Namen von Allah al-Muqit und dem Namen al-Razzaq. Also al-Muqit ist der Geber von al-Qut, Aqwat, Plural ist Aqwat, das ist Ernährung. Bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala erschafft diese Ernährung und gibt seine Geschöpfe diese Ernährung. Und manche Deuter von dem Koran, wie Imam Tabari, die haben Muqit mit der Beschützer erklärt. Also bedeutet, Allah beschützt seine Geschöpfe durch Ernährung. Und Allah auch ernährt die Herzen durch das Wissen und Iman. Ar-Razzaq ist ein Allah gibt Ar-Rizq. Ar-Rizq ist umfassender als Qut. Weil Ar-Rizq ist die Ernährung, was zum Essen und die Frau ist Rizq, der Mann ist Rizq, die Kinder sind Rizq, das Wissen ist Rizq. Also als Rizq es ist umfassender als Al-Qut. Al-Qut ist spezieller als Rizq. Also ist die Frage verständlich, die Antwort verständlich? Fangen inshallah jetzt unsere 18. Halaqa der Al-Aqidah الوثيقية. مومنت مومنت Die Prüfung im Grab und die Auferstehung. Imam Sheikh al-Islam Taqi al-Din sagt, diese Prüfung folgt anschließend die Glückseligkeit oder die Bestrafung. Die Gelehrten sagen, al-Jaza, also al-Jaza bedeutet, was man bekommt. Was man bekommt am Tag der Auferstehung, die Früchte, was man bekommt, sind mit derselben Art von der Tat. Al-Jaza'u min jinsil amal. Wenn die Taten, Salam, wenn die Taten gut sind, man bekommt die guten Früchte. Wenn die Taten schlecht sind, man bekommt die schlechten Früchte. Deshalb, was man bekommt, die Früchte sind von demselben Art der Tat. Diese Prüfung folgt anschließend die Glückseligkeit oder die Bestrafung. Ihr hört nicht? Hört nicht? Salam alaikum. Also, manchmal das Problem ist, weil es war ein Halaqa von den Usul al-Thalatha. Manchmal es ist die Stimme unterbricht, oder? Oder er hört er sehr gut. Gibt es Unterbrechungen? Dann ist gut. Also die Schwester, also schreibt zu der Schwester, die nicht hört. Jemand von euch schreibt ihr, dass das von ihr her. Das hängt von ihr ab, nicht von uns. Diese Prüfung folgt anschließend die Glückseligkeit oder die Bestrafung, bis die große Auferstehung Al-Qiyamatul Kubra
eintritt. Wir haben gesagt, dass es gibt zwei Arten von Al-Qiyam. Qiyam al-Kubra und Qiyam al-Sughra, die kleine. Die Seelen werden wieder, die Seelen werden wieder in ihre Körper versetzt. Und die Auferstehung, worüber Allah in seinem Buch Al-Quran und durch seinen Propheten berichtet hat. Es gibt zahlreiche Ayat und zahlreiche Ahadith, die sprechen über Al-Qiyam al-Kubra, die Auferstehung. Deshalb, also im Buch 200 Fragen und Antworten, Sheikh Al-Hakami hat viele Beweise aufgeführt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Übersetzung, dies ist so, weil Allah die Wahrheit ist und weil er die Toten wieder lebendig macht. Und weil er zu allem die Macht hat. Es gibt viele Ayat, zahlreiche Ayat. Es gibt eine Einigung zwischen Al-Umma, dass die Auferstehung eine Wahrheit ist. Worüber Allah in seinem Buch Al-Quran durch seinen Propheten berichtet hat und worüber sich alle Muslime einig sind, wird einsetzen. Also nicht nur die Muslime, es gibt viele. Viele Menschen sind einig, dass die Auferstehung eine Wahrheit ist. Nur diejenigen, die reinen Materialisten, die Atheisten, die leugnen die Auferstehung. Sich alle einig sind, wird einsetzen. Die Menschen werden nackt, barfuß und unbeschnitten aus ihren Gräbern auferstehen. Also bedeutet, dass die Menschen sind dann gleich. Es gibt keine Bevorzugung, es gibt keinen Unterschied zwischen den Menschen. Die Menschen werden nackt ohne Kleidung. Nicht, dass jeder schöne Kleidung hat, andere nicht, weil die Menschen im Dunya, manche sind reich, manche sind arm, barfuß auch und unbeschnitten aus ihren Gräbern auferstehen und beim Herr Ar-Rabb der Welten vorzutreten. Wobei die Sonne sich ihnen nähert und ihr eigenes Schweiß sie überwältigt. Hiernach werden die Wagen aufgestellt. Es gibt auch zahlreiche Ahadith, das über diese Aussage, wobei die Sonne sich ihnen nähert und ihr eigener Schweiß sie überwältigt. Hiernach werden die Wagen aufgestellt. Al-Mu'tazila, sie verneinen die Wagen. Oder sie stellen die Wagen fest, aber die sagen, es ist alles sinnlich. Sie erklären viele Dinge von Al-Ghaib, Verborgene, anders als Al-Sunna, sodass die Taten der Menschen aufgewogen werden. Dann werden die, deren Waagschalen schwer sind, die Erfolgreichen sein, jene aber, deren Waagschalen leicht sind, werden die seien, die ihrer selbst verlustig gegangen sind, in Jehannam werden sie auf ewig bleiben. Die Niederschriften der Taten. Die Niederschriften der Taten werden verteilt. Manche werden sie in ihre rechte Hand bekommen und andere werden sie in ihre linke Hand oder hinter ihren Rücken bekommen. Wie der Allerhabene, der Gepriesene sagte, und einem jeden Menschen haben wir seine Taten an den Nacken geheftet. Und am Tage der Auferstehung werden wir ihm ein Buch herausbringen, das ihm geöffnet vorgelegt wird. Also diese, was ich jetzt gelesen, ist deutlich klar. Dann redet Sheikh über, also an der Beweis, lies dein Buch heute genügt deine eigene Seele, um die Abrechnung gegen dich vorzunehmen. Allah wird die Menschen an ihre Taten erinnern, persönlich zu seinem treuen Diener, Abd sprechen. Viele Ahadith im Bukhari Muslim beschreiben diese Geschehnisse. Allah subhanahu wa ta'ala wird mit jedem reden, mit seinem Namen.
und ihn an all seinen Sünden erinnern. So wurde es im Buch Al-Quran und in der Sunna geschrieben. Habt ihr das Buch 200 Fragen und Antworten? Habt ihr das Buch? Das Buch ist sehr wichtig. Es gibt viele. Sheikh hat viele Beweise aufgeführt. Jede Frage hat viele Beweise. Also diejenigen, nur eins, zwei, wie viel? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Also diejenigen, die das nicht haben, also wir haben hier noch ein paar Kopien, also ein paar Bücher. Also 10, wir können euch das geben, schade. So schreibt die Adresse zu. Oder die Adressen gibt es in der Schule. Also wir schicken euch das Buch, inshallah. Weil das Buch ist nur da. Was den Ungläubigen angeht, so werden sie nicht auf die Art an ihre Fehltritte ernähren, wie man dessen guten und schlechten Taten im Ausgleich sind. Denn sie werden überhaupt keine guten Taten haben. Vielmehr, warum werden sie keine guten Taten haben? Warum? Obwohl sie machen viele, es gibt viele, die machen gute Sachen in Dunya. Die helfen die Armen und die. Helfen die Weisen. Warum? Weil sie es nicht für Allah gemacht haben und die Bedingung von La ilaha illallah nicht erfüllen. Das ist sehr gut. Weil die Bedingung der Gültigkeit der Taten ist nicht da. Die Grundlage ist nicht da. Dessen guten, schlechten Taten im Ausgleich sind, denn sie werden überhaupt keine guten Taten haben. Vielmehr werden ihre üblen Taten aufgezählt. Warum? Auch eine Frage, warum? Warum werden ihre üblen Taten aufgezählt? Weil nach der richtigen Meinung die Kuffar sind mit der Zweige von der Scharia angesprochen. Also sie sind mit dem Zweige von der Scharia angesprochen. Dass sie keinen Alkohol trinken dürfen, dass sie kein Schwein trinken dürfen, dass sie keinen Zina begehen dürfen. Dass sie keine Lüge sagen dürfen. Dass sie wahrhaftig sein müssen. Und das ist die richtige Meinung. Vielmehr werden ihre üblen Taten aufgezählt, weil sie beauftragt sind. Sie sind beauftragt. Geprüft und ihnen vorgelegt. Und das ist die Vollkommenheit der Gerechtigkeit. So, dass sie dies selbst bestätigen und daraufhin bestraft werden. Al-Haud. Al-Haud ist eine Wahrheit, die gehört das Verborgene, Al-Haud. Es gibt Ayat, die über Al-Haud allgemein geredet. Und es gibt zahlreiche Ahadith. Über 50 Sahabi haben die Ahadith von Al-Haud überliefert. Also bedeutet das ist, diese Ahadith sind Mutawatir.
الله سبحانه وتعالى زاقت بصورة الكوثر فاغلش في هابن دي الكوثر جيجين من شقلات هابن الكوثر مت الحوض دم فاسا بيكن في بروفيت صلى الله عليه وسلم. بروفيت صلى الله عليه وسلم زل بسن صحيح مسلم حديث صحيح الزاق دس الكوثر اس اين بيكن اسمي الله جيجي من هذا اما ايش قلت انت شيد ليش ماينونغ سبيشن اهل السنة وب الكوثر ذاك ليش الحوض است وذا الكوثر اس ام باراديس ون الحوض الكوثر اس ام باراديس ون الحوض است ذا تشارلي اوف اتش تي وذا اس دي ريشتيغ ماينونغ الكوثر اس نيشت بيكن واس اوف اتش تي ام است وي ريد نيتس ان الحوض واس ام in der Auferstehung ist. Es gibt 50 Sahabi, die haben die Ahadith von Al-Hawd überliefert, davon Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali und die großen Sahaba wie Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, ibn Mas'ud, Abu Dharr und anderen. Die haben die Ahadith von Al-Hawd überliefert. Diese gesamte Sahaba, die sind von Schia Kuffar erklärt. Wir werden sehen, was Rawafid und Al-Khawarij über Al-Hawd gesagt haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Al-Hawd in zahlreiche authentische Hadithe beschrieben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt einen authentischen Hadith, dass die Länge von dem Hawd ist ein Monat und seine Breite ist ein Monat. Das bedeutet, seine Länge, Breite, es ist gleich, viereckig. In manche zahlreiche Hadith von Al-Bukhari und Muslim, es gibt Überlieferung, Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das ist, also seine Länge ist genau, also ungefähr von Al-Medina bis Bet al-Maqdis, bis al-Quds. Anderen Überlieferung, Prophet Sleislam sagt, von Al-Medina bis Sana'a, bis Al-Yemen. Aber die Hauptsache ist, dass Al-Hawd ist viereckig. Seine Gläser, Prophet Sleislam hat auch seine Gläser beschrieben, im Hadith Sahih, Prophet Sleislam sagt, seine Gläser sind wie die Sterne des Himmels. Das ist ein Vergleich. Dieser Vergleich hat zwei Bedeutungen. Vergleich bezüglich, dass diese Gläser sind viel, wie die Sterne des Himmels sind viel. Und auch Vergleich in Bezug auf, dass diese Gläser leuchten, genau wie die Sterne des Himmels leuchten. Immer wenn in arabischer Sprache, wenn ein Vergleich gibt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam benutzt oft den Vergleich. Und das ist eine Art der Al-Qiyas. Er zeigt uns ein Bild, was wir sehen, damit wir vorstellen können, was wir nicht sehen. Und deshalb sollen wir die gesamte Seite des Vergleichs nehmen. Also viel und in Bezug auf, dass sie leuchten, wie die Sterne. Das Wasser dieses Haut es ist, weil, wie Prophet Sallallahu sagt, Hadith Sahih, das Wasser ist weiß wie Milch und süß wie Honig. Das in Bezug auf den Geschmack und wie das aussieht. Und sein Geruch ist wie ein Musk, Misk. Ihr kennt den Musk, oder? Parfüm, Musk. Kennt ihr das? Hadith im Sahih al-Bukhari und Muslim, dass sein
جيروخ إزفي المسك. Die Gelehrten sind zwei Meinungen, wo ist Al-Hawl? Also die meisten Gelehrten sagen, dass Al-Hawl ist vor As-Sirat. Also bevor die Leute As-Sirat, also laufen durch As-Sirat, gibt es Al-Hawl vor As-Sirat. Das ist die Aussage von meisten Gelehrten. Jumhur der Gelehrten. Und zweite Aussage, es gibt Gelehrten, die sagen, es gibt zwei Becken. Eine vor dem Sirat und eine nach dem Sirat. Aber die richtige Meinung, dass Al-Hawd ist vor Sirat und nicht nachher. Weil in der Tag der Auferstehung werden viele Leute abgetrieben von Al-Hawd. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird sagen, Hadith Sahih in Bukhari, Prophet sallallahu alaihi wasallam wird sagen, Rabbi, mein Herr, das sind meine Freunde, meine Freunde. Und wurde ihm gesagt, du weißt nicht, was sie nach dir erneut haben. Wir werden über diese Hadith reden später. Aber es ist ein Beweis, dass es vor As-Sirat ist, nicht nach As-Sirat. Dieser Hadith ist ein Beweis für manche Sekten wie Al-Rawafid und auch Al-Khawarij. Besonders Al-Rawafid, die sagen, dass diese 50 Sahaba, die haben diese Hadith von Al-Hawd überliefert, sind Kuffar. Abu Bakr und Umar und alle. Und dass diese Hadith ist ein Beweis für sie, dass sie Kuffar sind. Weil die haben nach dem Prophet Islam erneuert. Also erstmal, diese Leute haben Al-Hawd festgestellt. Und sie haben diese Hadith daran, die haben an diesen Hadith geglaubt. Warum glaubt ihr an diese Hadith, wenn diese 50 Sahaba Kuffar sind? Warum glaubt ihr an die Überlieferung von Kuffar Sahaba? Zweitens, diese Hadith mit Einigung von Ahl Sunnah und Gelehrten, dass die Ausdruck von Al-Hadith, das ist nicht meine Freunde. Im Arabischen, das ist Usayhabi. Bedeutet wenige Freunde. Der Prophet Islam sagt nicht Freunde, es ist ein Ausdruck für Plural, für viel. Aber Prophet hat benutzt Asuihabi, bedeutet wenige. Und diese Leute sind Al-Munafiqin. Weil der Prophet Islam kennt nicht Al-Munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, im Surat At-Tawbah, und unter den Wüsten Arabern, die in eurer Gegend wohnen, gibt es auch Heuchler. Wie im Volk von Al-Madina, sie sind verstockt in ihrer Heuchelei, du kennst sie nicht. Wie aber kennen sie? Also der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er kennt nicht alle Munafiqin. Und zweitens, es gibt viele Sahaba, die haben den Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mekka, in dem letzten Hajj von Prophet sallallahu alaihi wasallam, die haben ihn gesehen, mehr als 100.000. Und mit Einigung der Gelehrten, dass diese Leute Sahaba sind, weil sie den Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen und die waren gläubig. Und viele von ihnen, die sind zurückgetreten, nachdem Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, wie die Leute, die haben Musaylim al-Kazzab, der Lügner, gefolgt. Und diejenigen, die Al-Zakat nicht zu Abu Bakr gegeben, von diesen Leuten sind auch Leute, die haben Prophet Islam gesehen, die waren gläubig an dieser Zeit. Aber Iman war nicht fest in ihren Herzen. Und manche von ihnen sind, die haben erneuert nach dem Prophet Islam. Aber wir reden nicht über
Die Gemeinschaft von Al-Madina, die Freunde von Prophet sallallahu alaihi wa sallam, niemand von ihnen ist zurückgetreten. Aber Shia al-Rawafid, die sagen, dass alle diese 50, die dieser Hadith überliefert, sind nicht mehr Muslime. Das ist eine Sache. المعتزلة sie haben الحوض total verneint. Wir wissen, dass المعتزلة von ihren Grundlagen, dass wenn ein Hadith passt nicht zu ihrem Verstände, sie negieren und leugnen diesen Hadith. Die sagen, es kann nicht sein, dass al-Hawd vor al-Sirat ist. Und die haben das alles mit ihrem Verstand versucht zu erklären. Und daher haben das Thema von al-Hawd verneint. Das ist ihre Regel mit allen Angelegenheiten des Verborgenen. Das ist das Thema von Al-Hawd. Moment. Sheikh Al-Hakam in seinem Buch 20 Fragen und Antworten hat in Frage 128 gesagt, was ist der Beweis aus der Sunna für das Wasserbecken und wie wurde es beschrieben? Er sagt, darüber gibt es viele Hadith, welche die Stufe At-Tawathur erreicht haben. Davon seine Aussage, sallallahu alaihi wa sallam, am Tag des jüngsten Gerichts werde ich vor euch am Wasserbecken Haut stehen. Hadith Sahih. Sahih Bukhari und Muslim. Und seine Aussage, sallallahu alaihi wa sallam, ich werde vor euch am Becken stehen und ich werde euer Zeuge sein. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, mein Becken ist in diesem Zustand zu sehen. Heißt auch im Bukhari und Muslim. Der Prophet sagte, mein Wasserbecken ist so groß wie eine einmonatige Reise. Sein Wasser ist weißer als die Milch, habe ich schon. Sein Duft ist besser als der Musk. Und seine Trinkgefäße sind wie die Sterne am Himmel. Wer davon trinkt, der wird niemals durstig sein. Und seine Aussage, sallallahu alaihi wa sallam, ich kann an einem Fluss an, dessen Seite Zelte aus gehüllten Edelsteinen sind. Und ich sagte, o Jibril, was ist das? Er sagt, das ist Al-Kawthar. Das sind die Ahadith vom Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, über Al-Hawd. Es gibt weitere Ahadith, aber das reicht. Dann sagt er As-Sirat. As-Sirat, die Brücke, wörtlich die Route. Er steckt sich über die Hölle Jahannam. Es ist die Brücke zwischen Paradies, Al-Jannah und Hölle. Die Menschen überqueren sie entsprechend ihrer Taten. Das ist auch eine Früchte der Taten. Manche überqueren sie so schnell wie ein Augenzwinkern. Manche überqueren sie wie ein Lichtblitz. Manche überqueren sie wie ein Wind. Manche überqueren sie wie auf einem edlen Pferd. Manche überqueren sie wie auf einem Kamel. Manche überqueren sie rennend. Manche gehend, andere kriechend. Und das ist genauso die Tat in Dunya. Und manche werden gefasst und ins Höllenfeuer geworfen. Die Brücke hat Haken. Hadith Sahih an Bukhari beschreibt diese Aussage Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Die Brücke hat Haken und die Menschen entsprechend ihrer Taten zu ergreifen. Wer immer sie überquert, tritt in das Paradies ein. Wenn sie As-Sirat überqueren, werden sie auf einer weiteren Brücke zwischen Höhle und Paradies angehalten, um gegenseitige Verschuldungen beizulegen.
Wenn Sie davon befreit und geeinigt sind, wird Ihnen die Erlaubnis erteilt, das Paradies al-Jannah zu betreten. Das Thema von As-Sirat ist auch ein Thema, was das Verborgene gehört. Es gibt zahlreiche Hadith. Also, wenn er das Buch von, inshallah, diejenigen, die das nicht Buch haben, von 200 Fragen antworten, dann schicke ich es Ihnen, liest er dann die Beweise. Die Aussagen von Sheikh al-Islam wurde von diesen Beweisen abgeleitet. Alles, was er gesagt hat, wurde von Hadith und Prophet abgeleitet. Dann gibt es Thema von Al-Shafa'ah. Al-Shafa'ah ist auch ein Thema des Verborgenen. Der Erste, der an das Tor des Paradieses klopfen, wird es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die erste Umma ist das Paradies betreten wird, ist seine Umma. Die Umma vom Prophet sallallahu alaihi wasallam und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also bevor das wir über die Umma vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann reden wir über Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir über den Prophet sallallahu alaihi wasallam reden, dann wir reden über den letzten Prophet. Und die Umma von ihm ist die letzte Umma. Ist die Umma von den Ummen. Und deshalb, die Umma von Prophet sallallahu alaihi wasallam, die wird leben bis letzten Tagen dieser Dunya. Deshalb, Isa alaihi salam hat, er wollte ein Mitglied dieser Umma sein. Und daher, wenn er kommt, wie Hadith gibt, Hadith Sahih, er wird hinter Al-Mahdi beten, das bedeutet, dass Isa a.s. kommt nicht mit einer neuen Religion oder neuen Scharia. Bedeutet, er gehört Umma vom Prophet s.a.w. Und er, Muhammad s.a.w., wird drei Versprachen ausführen am Tag der Auferstehung. Seine erste Versprache wird zum Nutzen aller zur Aburteilung der auf die Ausharrenden sein, nachdem alle Propheten wie Adam, Nuh, Ibrahim, Musa und Isa ibn Maryam alaihim salam, die Ausführung der Versprache von sich gewiesen haben und diese Aufgabe in Prophet sallallahu alaihi wasallam erreicht hat. Al-Shafa'a bedeutet zwei. Es gibt Al-Witr, wir sagen Al-Witr und Al-Shafa'a. Al-Witr ist eins und Al-Shafa'a ist zwei. Al-Shafa'a stammt von Al-Shafa'a und zwei. Bedeutet, einer war alleine und er hat eine Angelegenheit bei jemand anderem, der Macht hat, und er nimmt mit jemand, der kennt diesen, der Macht hat. Also sind zwei geworden. Es geht zu ihm nicht allein, sondern die gehen zwei Schäfer. Das heißt ein Schäfer. Also versteht ihr, was ich gesagt habe? Warum ist das Schäfer heißt? Also Schäfer ist zwei. Kommt von Schäfer, zwei. Meistens ist Schäfer. Ein Mensch braucht eine Hilfe von einem anderen. Oder macht ein Mensch als Mittel zu anderen Menschen. Wir sprechen nicht über Witr. Witr ist eins, aber wir reden über Schäfer ist zwei. Wir reden über Schäfer. Wir reden über Schäfer zwei. Hier A ist arm und hat keine Macht. Er geht zum Herr C. C. Herr C hat Macht. Herr A will was von Herr C haben. Er sucht einen Herr B, der kennt Herr C und er geht mit ihm, um diese Sache zu erledigen.
Also Herr A geht nicht allein. Er geht mit jemand anderem, Herr B. Die sind zwei Schäfer. Und daher, das ist Schäfer. Was macht Herr B ist Schäfer? Versteht ihr? Also, das ist Schäfer, kommt von zwei. Es gibt Schäfer in Bezug auf Dunya. Das ist nicht das Thema. Und es gibt Schäfer in Bezug auf Al-Akhirah. Und das ist das Thema, was Sheikh al-Islam hier behandelt. Schäfer ist viele Arten. Es gibt sechs Arten von Schäfer. Das hat Sheikh Al-Hakam in seinem Buch gesagt, wie viele Arten von vier Sprachen gibt es und welche ist die größte davon? Erstens, die größte vier Sprache am Tag der Auferstehung, an dem Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala kommt, und zwischen seinen Dienern zu richten. Diese Fürsprache ist spezial für unseren Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und sie ist der löbliche Rang al-Maqam al-Mahmud, den Allah subhanahu wa ta'ala ihm versprochen hat. Wie der Erhabene sagte, vielleicht wird dich dein Herr zu einer lobenswerten Rangstellung, also Stellung, erwecken. Dies wird sein, wenn es eng wird beim Stehen der Menschen am Tag der Auferstehung. Wenn die Unruhe stark wird und der Schweiß bis zum Hals steht, dann ersuchen sie Menschen die Fürsprache. Sie werden zu Adam kommen, zu Nuh, Ibrahim und Musa, dann zu Isa, Sohn Mariams, und sie alle sagen, rette dich, meine Seele, bis sie zum Prophet sallallahu alaihi wasallam kommen. Er sallallahu alaihi wasallam wird sagen, ich bin dazu bereit. Das ist Hadith, Rawi al-Bukhari und Muslim. Zweite, also folgt mit mir, oder? Zweitens, die Fürsprache des Öffnen der Tür zum Paradies. Der erste, dem sie geöffnet wird, ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er, sallallahu alaihi wasallam, ist der erste von dieser Umma, der das Paradies betritt. Möge Allah subhanahu wa uns ein Paradies schenken. Fürsprache für die Menschen, die zur Hölle befohlen werden und dort nicht eintreten zu müssen. Fürsprache für jene, die ins Höllenfeuer gegangen sind von Ahl al-Tawhid, dass sie daraus kommen, nachdem sie dort verkohlt wurden. Allah subhanahu wa ta'ala werfen sie dann in einen Fluss im Paradies, den man Fluss des Lebens nennt. So werden sie wachsen wie die Samenkörner im Schlamm, den die Flut mitbrachte. Fünftens. Versprach wie das Erhöhen der Stufe der Bewohner des Paradies. Diese drei letzten Arten der Fürsprache sind nicht speziell für den Prophet sallallahu alaihi wasallam allein, aber er geht allen voraus, den Propheten, den Engeln und allen Gottesfürchtigen. Die Fürsprache einlegen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner Barmherzigkeit Menschen aus der Hölle rausnehmen, ohne Fürsprache, und wer sie ins Paradies eintreten lassen. Ihre Zahl kann nur Allah subhanahu wa ta'ala zählen. Sechstens. Die Fürsprache für die Erleichterung der Qualen für die Glaubensverweigerer. Dies ist speziell für unseren Prophet sallallahu alaihi wasallam, für seinen Onkel Abu Talib, wie bei Muslim überliefert wurde. Das sind die sechs, Arten von Schäfer. Es gibt Sekten, die haben Schäfer verneint. Besonders, glaube ich, die vierte. Die Leute von Al-Tawhid, die werden ins Höllenfeuer
eintritt, dann kommt die raus. Wer nach eurer Meinung wird diese Schafa'a verneinen? Was für Sekte? Also ihr kennt jetzt die Grundlagen der Sekte. Was für Sekte wird diese Art von Schafa'a verneinen? Warum fragst du? Warum fragst du? Fragst, musst nicht fragen. Khawarij und Mu'tazila beide. Sie haben einen Beweis. Also nach, sie haben ihren Grundlagen, aber sie nehmen einen Beweis von Al-Quran sagen, im Surat Al-Muddathir 48, sagen, also die Aussage, Allah subhanahu wa ta'ala Übersetzung, darum wird ihnen die Fürsprache der Fürsprecher nichts nützen. Und sie verallgemeinern diese Aussage von Allah. Das ist ein Beweis. Aber wenn wir diese Ayat von ihrem Beweis lesen, also wenn wir diese Ayat lesen, Moment. Ein jeder wird für das aufkommen, was er vorausgeschickt hat. Ausgenommen die von der Rechten, die einander in Gärten fragen nach den Schuldigen. Was hat euch in Saqqar gebracht? Sie sagen, wir waren nicht bei denen, die beteten, noch speisten wir die Armen, und wir ließen uns ein im Geschwätz mit den Schwätzern. Und wir pflegten den Tag des Gerichts zu leugnen, bis der Tod uns erteilt. Also, dann sagt Allah in der Übersetzung, darum wird ihnen die Fürsprache, die Versprecher nichts nützen. Worum es geht hier? Also wie können wir jetzt ihre Aussage zurückweisen? Wer kann mir sagen? Ja, genau. Also die Ehe ist nicht allgemein für alle. Also die Ehe ist für Kuffar. Darum wird ihnen die Versprache der Versprecher nichts nützen. Das sind die Kuffar, nicht die Muwahhidin, die werden im Höllenfeuer kommen, dann kommen sie raus. Das ist, und Mu'tazil auch, sie haben diese Art von Schafa'a verneint. Schafa'a hat auch Bedingungen. Das steht auch. Also liest ihr das Buch. Ihr sollt das Buch lesen in diese Beweise und alles und diese Bedingungen. Moment. Also, die Frage ist 134. Was ist der Beweis für den Glauben an die Fürsprache? Schafa'a, von wem wird sie durchgeführt? Für wen und wann? Moment, dann. Seine zweite Fürsprache, also das haben wir schon alles gelesen in das Buch 200 Fragen und Antworten. Seine zweite Fürsprache wird zum Nutzen all der Menschen des Paradies sein, so dass sie jenes betreten, diese Einlegung der zwei Fürsprachen stehen,
lediglich ihm zu. Seine dritte Versprache ist zu nutzen jene Sünder, welchen das Feuer anbefohlen wurde. Diese Art von Versprache wird er Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowie alle Propheten, Rechtschaffene und andere vorlegen. So werden sie versprechen zu nutzen jene, die das Feuer an Nar verdient haben, damit sie davon zurückgehalten werden, hineinzutreten, und auch zum Nutzen jener, die in das Feuer eingetreten sind, damit sie herausgenommen werden. Das haben wir auch darüber geredet. Allah, der Allerhabene, lässt durch seine Güte und Barmherzigkeit einige der sündigen Menschen ohne Abrechnung aus dem Feuer gehen. Das haben wir auch schon gesagt. Im Paradies wird es unbewohnte Orte geben. So wird Allah weitere Völker dafür erschaffen und sie darin eintreten lassen. Das Jenseits beinhaltet das Gericht, Belohnung, Bestrafung, Paradies und Hölle. Dies ist detailliert in den aus den Himmeln offenbarten Büchern sowie in den Überlieferungen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und in dem Muhammad sallallahu alaihi wasallam eingegebenen Wissen erwähnt. Was in diesem Zusammenhang zu reichen und gebühren ist, und jeder, der wünscht, es zu ersuchen, kann es finden. Dann kommt das Thema Al-Qadr, Vorherbestimmung. Das ist ein großes Thema, werden wir nicht ausführlich behandeln, weil im Aqid al-Tahawi habe ich richtig ausführlich behandelt. Das ist das Thema von nächsten Halaqa, inshallah. Moment. Inshallah, zwei, drei Halaqa, wir werden das Buch beenden, inshallah. Das ist unsere Halaqa für heute. Habt ihr Fragen? Also Waagschalen, es gibt also kein Hadith, die beschreibt genau wie die Waagschalen. Und zwei Meinungen, ob das nur ein Waagschal ist oder viele, aber die richtige Meinung sind viele. Aber das ist gehört Al-Ghaib, Kaif, wie, diese wie, wir wissen nicht wie. Wie genau? Ja, bitte. Also was mich wirklich stört, dass viele kommen nicht und sagen nicht, dass sie nicht kommen. Viele kommen nicht und die sagen nicht, dass sie nicht kommen. Manche sagen, also wenigen sagen, wir kommen nicht, aber anderen sagen nicht. Und die kommen wirklich. Ja, kannst du fragen, bitte. Später, später, am Ende, am Ende. Die Fragen nicht gehören zum Dars am Ende. Gibt es auch eine Versprache für die Eltern, wenn sie keine Muslime waren? Also wir haben auch gelesen, dass die sechste Versprache ist nur für, speziell für Prophet Islam, für seinen Onkel. Weil sein Onkel viel den Islam gemacht hat. Das ist speziell für den Prophet Islam, für seinen Onkel. Sogar der Prophet im Sahih Bukhari sagt zu dem Mann, der ihn gefragt hat über seinen Vater, sagt, dein Vater und mein Vater sind im Höllenfeuer, im Jahannam. Und es gibt keine Versprache vom Prophet zu seinem Vater. Gibt es andere Fragen zum Dars?